Herzlichen Dank Ihnen hier im Studio und auch einen schönen Abend Ihnen zu Hause. Ja, morgen wird in den Niederlanden gewählt und Europa ist in Aufruhr, weshalb ich mich sehr freue, dass dieser Mann heute bei uns ist. Ein intimer Kenner der Niederlande, ein präziser Politikbeobachter, der vor kurzem ein vielbeachtetes Interview mit Paul Wilders, dem Bruder von Geert Wilders, geführt hat. Es gibt nicht viele, die diese schillernde Figur mit Mozart-Frisur so spannend und differenziert beschreiben können wie er. Den verbindet mit Donald Trump nicht nur die Frisur, sagt er. Und wer ihm genau zuhört, der zuckt zusammen, weil er schnell merkt, dieses Unbehagen unter den Leuten, von dem Wilders profitiert, das gibt es in Wahrheit schon sehr, sehr lange. Und das gibt es auch bei uns. Und auch heute wieder das Unbehagen zum Beispiel, das entsteht, wenn ein Erdogan den Niederländern einen verkommenen Charakter attestiert und Deutschland einen Banditenstaat beschimpft. Herzlich willkommen dem Spiegel- und Kapitalautor Klaus Hecking. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, dann ein Mann bei uns, der für die Konkurrenz arbeitet, nämlich für den Stern. Vor allem aber hat er sich einen Namen mit wunderbaren Büchern gemacht, in denen er die Kleinen und die wirklich Schwachen unserer Gesellschaft zu Helden macht, nämlich Kinder und Männer. Uns Männern, die wir immer noch allen Ernstes glauben, dass wir niemals älter, sondern nur interessanter werden, hat er mal einen schönen Bestseller gewidmet mit dem wunderbaren Titel Alter Sack, was nun? Jetzt aber wird er zum ganz unaufgeregt und das macht's so gut, was uns blüht, wenn die eigenen Eltern alt werden. Titel Mutti baut ab und ein besonders schöner Satz in diesem Buch geht so: Fuck you Pflegeheim, einmal kriege ich die Kurve noch mit meinem Rollator. Herzlich willkommen Kester Schlenz, freue mich sehr. Schön, dass du da bist, Kester. Ja, und dann ein Mann bei uns. Dann ein Mann bei uns, den es nur ganz, ganz selten mal in ein Fernsehstudio verschlägt. Es gibt wirklich ernstzunehmende Menschen, die sagen, ohne diesen Mann wäre Deutschland nicht Weltmeister geworden. Er selbst würde das auf Nachfrage selbstverständlich mit Abscheu und Empörung zurückweisen. Aber Schweinsteiger, Müller, Hummels, Kroos, vor allem aber Philipp Lahm, sie alle gingen durch seine Schule. Mehr noch, er hat sie entdeckt und zu Fußballstars gemacht. Und es gibt die schöne Geschichte, in der der junge Bastian Schweinsteiger mit weiß gefärbten Haaren, damals musste er das noch färben, zum Training kam und von ihm die schöne Ansage bekam, du läufst jetzt zur Strafe so lange, bis die Farbe wieder raus ist. Fußballfachleute wie Uli Hoeneß sagen, dieser Mann hat ein unglaubliches Gefühl für Talent. Er sagt, auf Gefühle gebe ich gar nichts. Dreimal hatte ich das Gefühl, einen Sohn gezeugt zu haben. Jetzt habe ich drei Töchter zu Hause. Herzlich willkommen, Hermann Gerland. Freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Ja, und wie gut, dass wir ihn fragen können. Er ist nämlich einer von denen, die sagen, der Hermann Gerland, der hat mich tatsächlich gemacht. Über ihn wiederum hat Campino von den Toten Hosen mal gesagt, der wird in England verehrt wie sonst eigentlich nur Paul McCartney. Und das hat damit zu tun, dass er für Liverpool mal einen 0:3 Rückstand drehte und die Champions League gewann. Seitdem nennen sie ihn in England The Diddy Man. Nur Karl-Heinz Rummenigge mag ihn nicht so besonders, als er nämlich prophezeite, dass Guardiola nach England gehen würde. Da sagte Rummenigge, der Hamann ist bei den Märchenerzählern an zweiter Stelle und zwar direkt hinter den Gebrüdern Grimm. Blöd nur, dass Guardiola heute in England arbeitet, wie wir alle wissen. Dafür ist er heute hier. Dietmar Hamann ist unser Gast. Freue mich sehr. Ja, und wir freuen uns, dass es endlich mal mit Ihrem Besuch geklappt hat hier in der Sendung. Die Frau, die im Februar 2003 mit ihrer Band Wir sind Helden eine kleine, feine Platte veröffentlicht hat. Klein und fein, so hätte es weitergehen können, wenn da nicht dieser Wahnsinns-Song drauf gewesen wäre. Guten Tag, ein Riesenhit, der in einem Satz die ganze Geschäftsgrundlage auch für uns hier auf den Punkt brachte. Meine Fäuste gegen eure Nagelpflegelotion, meine Stimme gegen die der ganzen Talkshow-Nation. Das haben wir uns wenig später zu Herzen genommen und einen anderen großen Hit von ihr zum Titelsong unserer Sendung gemacht. Aus der Sicht eines Talkshow-Gastgebers klingt dieser Titel bis heute wie ein sehr verzweifelter Hilferuf. Es heißt nämlich nur ein Wort. Jetzt legt sie ein neues, sehr hörenswertes Album vor, Ich bin das Chaos und wieder grandiose Texte drauf, häng dein Herz an den Bus und es kommt, wie es muss, er kommt nie, er fährt weg, er zieht dein Herz durch den Dreck. Herzlich willkommen, Judith Holofernes. Sehr schön. Wow. Du solltest Schriftstellerin werden. Wahnsinn. Als nächstes dann.
Gleich zu Beginn, bevor wir über die wirklich ernsthaften Dinge reden, ist das irritierend oder komisch für dich, wenn du das Lied unserer Sendung hörst? Das ist einer eurer großen Hits. Also tatsächlich geht es mir mit all unseren Songs so, dass ich die manchmal nicht erkenne. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber man hört ja seine eigene Musik jetzt nicht dauernd zu Hause. Ja. Das heißt, es passiert mir auch, dass ich in einem Laden bin und dann höre ich was und denke, das kenne ich total. Das ist mir ganz vertraut. Und dann fängt so eine Frau an zu singen und dann bin das wieder ich. Ja, sehr gut. Und das, was man da jetzt hauptsächlich hört, das ist ja tatsächlich mein Mann. Das ist ja sehr schlagzeuglastig, was ihr euch da rausgesucht habt. Das stimmt. Das ist hauptsächlich. Wir werden gleich später nochmal in das Original hören. Also herzlichen Dank und an dieser Stelle mal Dankeschön nach fast 10 Jahren für diese immer noch gute Einstiegsmusik, über die wir uns jeden Abend freuen. So, Klaus Häcking ist bei uns. Dr. Klaus Häcking, am Wochenende Häcking, Eskalation in den Niederlanden. Wie ist es dazu gekommen? Was ist denn da passiert? Im Prinzip hat diese ganze Geschichte ein bisschen angefangen. Sie hat eigentlich auch schon in Deutschland angefangen, als wir hier einen Repräsentanten der türkischen Regierung hatten, die für das Referendum, dieses Verfassungsreferendum werben wollten, was Herrn Erdogan, dem Präsidenten, noch mehr Macht geben wird. Mhm. So, dann gab es in Hamburg zum Beispiel einen Auftritt, wo ein Minister vom Balkon des Konsulats ausgeredet hat. Und es wurde dann mehr oder weniger eine sehr große öffentliche Veranstaltung. Ein Journalistenkollege von mir, als er sich als solcher zu erkennen gegeben hat, ist dann auch verletzt worden von anderen Demonstranten, also von Zuhörern dieses Ministers. Und das weckt natürlich in Europa Sorgen. So, daraufhin haben die gesagt, die. Also aggressive Grundstimmung da. Ja, also eine sehr aggressive Grundstimmung schon mal. Mhm. Und der türkische Außenminister hat dann gesagt, er geht jetzt als nächstes in die Niederlande, nach Rotterdam, wo es sehr viele Türken gibt. Und, oder Niederländer türkischer Herkunft gibt. Mhm. Und er hat gesagt, er redet dann auch vom Konsulat aus. Und es war auch angedacht, dass er dann wieder vom Balkon aus redet. Und er hat dann noch dazugefügt, also wenn die Niederländer uns das blockieren, dann gibt es wirtschaftliche und politische Sanktionen. Mal eben vorab. Und daraufhin hat die niederländische Regierung gesagt, okay, wenn ihr uns gleich droht, dann läuft es gar nicht. Dann verhandeln wir auch nicht weiter. Es war lange im Gespräch, dass man eine kleine Veranstaltung macht in der Botschaft, also wo praktisch nicht der öffentliche Raum jetzt dafür verwendet wird, sondern eine kleine Veranstaltung in der Botschaft. Und dann haben die Niederländer aber gesagt, okay, dann gar nicht, ja, wenn ihr uns droht. Und daraufhin ist halt diese Lage dann weiter eskaliert. Dann, vielleicht erinnern Sie sich noch, der Außenminister hat dann ein Flugverbot bekommen. Daraufhin hat dann Erdogan keine Landeerlaubnis schlicht erteilt. Genau, ne? Keine Landeserlaubnis, genau, keine Landeerlaubnis erteilt bekommen. Und daraufhin hat Herr Erdogan dann seine Familienministerin in einem Konvoi beordert nach Rotterdam. Und die Niederländer haben dann diesen Konvoi kurz vor dem Konsulat aufgehalten. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen und sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Da kommt eine der höchsten Repräsentantinnen eines anderen Landes und dann kommt so ein Konvoi über die Autobahn angefahren und mitten auf der Autobahn wird dieses Auto gestoppt von einem querstehenden niederländischen Polizeiauto und die fährt nicht weiter. Ja, es gab dann auch noch mal, es ging dann weiter und dieser Konvoi wurde dann noch mal vor dem Konsulat dann noch mal gestoppt. Und die Niederländer haben gesagt, wir lassen euch nicht durch. Es gab dann wirklich so Szenen, also die niederländischen Polizisten haben dann wirklich das Auto quergestellt, haben dann den Weg versperrt und dann die Leibwächter von der Ministerin haben sich um das Auto buxiert und so weiter. Was dann noch, da gab es ein paar hundert Meter weiter, haben dann Demonstranten sich versammelt in großer Menge, die durften dort eigentlich gar nicht demonstrieren. Die Stadt Rotterdam und die niederländische Regierung hatten ihnen einen anderen Ort zugewiesen, wo sie in Ruhe hätten demonstrieren können. Also es ist nicht so, dass die Regierung sagt, wir geben euch hier ein Verbot. Mhm. Aber sie sind trotzdem hingekommen. Die niederländischen Behörden haben sie dann gewähren lassen. Und irgendwann, spät nachts, riefen dann Mitarbeiter des Konsulats selber, des türkischen Konsulats selber, jetzt ist aber gut. Daraufhin dachten alle, es geht zu Ende, aber es ging nicht zu Ende. Die Polizisten zogen schon ab und dann haben die Demonstranten aber noch mal mit Steinen auf die draufgeworfen. Und dann sind halt die Polizisten zurückgekommen, haben dann die Demonstration aufgelöst und darüber flucht jetzt Herr Erdogan und sagt, die Polizisten hätten seine Leute verfolgt. So, und es ist eigentlich unglaublich, was da diplomatisch auch mittlerweile passiert. Also da sind offenbar alle Hürden gefallen, auch alle diplomatische Zurückhaltung lässt man fahren. Nazi-Vergleiche im Grunde jeden Tag. Heute hat Erdogan wieder nachgelegt, spricht von Banditenstaaten, spricht vom verkommenen Charakter der Holländer und führt als Beweis an, was ich sehr perfide finde, das Massaker von Srebrenica, wo damals 8000 Männer und junge Männer ermordet worden sind, ich glaube innerhalb von 2 Tagen, unter den Augen von
niederländischen Blauhelmsoldaten. Und er sagt, wenn man sich mal den verkommenen Charakter der Niederländer anschauen muss, muss man sich nur mal an dieses Massaker erinnern. Was perfide ist, weil diese 400 Blauhelmsoldaten damals ja völlig mit dieser Situation überfordert waren und eigentlich gar nichts gegen die vorrückende serbische Armee machen konnten. Und wir schauen mal ganz kurz rein, auch wie persönlich das wird. Auszug eines Interviews. Erdogan in dem Fall gegen Angela Merkel. Er duzt sie und wirft ihr Folgendes vor. Almanya çok acımasız bir şekilde teröre destek veriyor. Ey Merkel, sana verdiğim terör örgütü listesi 4500 dosya. Bu 4500 dosya ile ilgili olarak şu salonda bana 4000 dosya vermiştim. O sayının 4500'e çıktığını kendisi ifade etti. Niye siz adaletin tesisi için bu terör örgütü mensuplarını ülkenizde saklıyorsunuz? Sayın Merkel, sen teröristlere destek veriyorsun. So, also, ich meine, der Mann, der immer Respekt für sich einfordert, ist hier so respektlos, wie man sich ein anderes Staat überhaupt nur vorstellen kann. Ja. Ich glaube, die Niederländer hat er ja als Nazi-Nachfahren auch nochmal bezeichnet und als Faschisten. Und ich glaube, nichts ist so absurder wie das. Ich meine, dieses Land, dieses kleine Land ist überfallen worden von den Nazis oder man kann auch sagen von den Deutschen im Zweiten Weltkrieg und ganz besonders in Rotterdam. Die Deutschen haben Rotterdam in Schutt und Asche gebombt. Das muss man mal wirklich so sagen. Ja, die Nazis haben das getan. Und jetzt diese Menschen als Nachfahren der Nazis zu bezeichnen, ist einfach absurd. Und das trifft die Holländer natürlich auch tief. Und ich glaube, dass, da sieht man einfach, wohin Populismus führt. So, und es gibt ja hierzulande auch viele und auch viele Reflexe, die da sagen, dann lass uns doch mal klare Kante zeigen. Europa muss auch mal klare Kante zeigen. Das können wir uns so nicht gefallen lassen. Lass uns Wahlkampfveranstaltungen türkischer Spitzenpolitiker, lass uns sie einfach absagen. Gestern Abend Thomas de Maizière bei Frank Plasberg gesehen, der, wie ich fand, sehr klug immer wieder argumentierte und sagte, es gibt Momente, da muss man sich nicht provozieren lassen. Das ist ein solcher Moment. In Holland läuft das anders. Die Holländer haben jetzt klare Kante gezeigt und das hat offenbar zu tun mit diesem unmittelbar bevorstehenden Wahlabend. Morgen Abend wird in Holland gewählt. Da geht es um viel. Und es gibt ja im Grunde, sagen Sie, Herr Hecking, drei Menschen, die davon profitieren, wenn man es so auf die Spitze treibt und es so eskalieren lässt. Wer sind diese Leute? Also von diesem Eklat, den wir gesehen haben, haben drei Menschen profitiert. Das ist Herr Erdogan selber, der jetzt einen äußeren Feind hat, auf den er ja, hinter den, also der sagen kann, das sind die Bösen und die wollen uns schaden und die wollen uns fertig machen. Also Türken, versammelt euch hinter mir. Uralter Despotentrick, ne? Ja, der alte Man sucht sich einen Feind irgendwo draußen und bringt die eigenen Leute hinter sich, ja. Das ist natürlich so, der niederländische Premierminister, der sich jetzt auch immer wieder attackiert wird, der stellt sich jetzt vor sein Volk und sagt, ich beschütze euch, Volk, ich beschütze den Stolz der Niederländer. Er sagt, ich bin stolz Mark auf dieses Rutte, Land. Ne, ist der Mark Mann, den Rutte, wir hier gerade sehen, ja. Der Premierminister. Und der wiederum wird natürlich auch getrieben von Gert Wilders, von dem Rechtsaußen, dem Rechtspopulisten. Der will noch immer das viel extremer haben. Der hat dann gleich gesagt, diese ganzen Demonstranten da vor dem Konsulat in Rotterdam, die sollte man alle sofort, den soll man die niederländische Staatsbürgerschaft, wenn sie auch eine haben, auch sofort entziehen und man soll sie mal ganz des Landes rausschmeißen. Das heißt, der treibt das dann auch noch mal auf die Spitze. Dieser Gert Wilders, den wir da gerade gesehen haben, lassen Sie uns einmal kurz über den sprechen. Ich habe einen unglaublich faszinierenden Artikel von Ihnen gelesen, in dem Sie sehr kenntnisreich beschreiben, was das für ein System ist, das dahinter steckt, was das für ein Mann ist, wer dieser Herr mit dieser seltsamen Mozart-Frisur eigentlich ist, der auch immer so komisch blass wirkt, eigentlich fast vampirartig, weil er offenbar nicht sehr häufig das Licht der Sonne sieht. Und das hat einen guten Grund. Wer ist dieser Mann, wie lebt dieser Mann und was ist die Geschichte dahinter? Gert Wilders lebt seit über 12 Jahren unter Personenschutz, rund um die Uhr. Das heißt, wenn er in seiner Wohnung ist, eine geheime Wohnung, ja, wo die öffentlich nicht bekannt ist, stehen da draußen Sicherheitskräfte vor der Tür. Wenn er mal einen Kaffee trinken will, irgendwie, oder im Supermarkt, was weiß ich, ein Brot einkaufen will, dann wird er immer von Bodyguards begleitet. Wenn er, selbst wenn er Familientreffen hat, ja, die sehr rar sind in dieser Familie, weil auch mit dieser Familie gibt es Probleme, können wir auch gerne später noch mal drauf zurückkommen. Selbst dann sind die Security-Kräfte dabei. Das ist der Grund, er hat mal Todesdrohungen bekommen von Islamisten, weil er eben selber ein,
ein Islamhasser ist und weil er auch immer wieder, ich sag mal, Menschen gegen den Islam aufwiegelt. Und das ist wirklich auf eine sehr, ich sag mal, sehr krude Art und Weise. Er nennt den Propheten Mohammed, was wirklich für die Muslime eine zentrale Figur ist, den nennt er einen Kinderschänder, er nennt ihn einen Räuberhauptmann. Er ruft dazu auf, in seinem Parteiprogramm für die Wahlen steht, er will den Koran verbieten. Und er sagt zum Beispiel auch, wir müssen alle Moscheen schließen. Er hat Filme gemacht, in denen er, oder einen Film gemacht, in dem er über den Islam abhetzt. Und natürlich, das alles rechtfertigt in keiner Weise, dass man diesen Menschen mit dem Tod bedroht. Aber natürlich gießt er auch immer wieder Öl ins Feuer, denn das ist sein Geschäftsmodell. So, ist ein lupenreiner Rassist, wenn ich das mal so zugespitzt sagen darf. Einer, dessen Wahlprogramm, da werden wir gleich noch drüber sprechen, auf eine einzige DIN A4-Seite passt, was eigentlich schon sehr viel sozusagen über die Vision eines solchen Menschen für sein Land erzählt. Warum, was aber auch sehr klug ist, möchte ich dazu sagen. So, warum folgen so viele dem? Doch nicht nur deswegen, weil das Parteiprogramm auf eine DIN A4-Seite passt und alle das mal lesen können. Ich würde sagen, auch weil das Parteiprogramm auf eine DIN A4-Seite passt. Weil Mark Rutte hat diesen typischen Populistendiskurs. Da sind Eliten in der Hauptstadt, in Den Haag, politische Eliten, die haben sich mehr oder weniger gegen Gerd Wilders, meinen Sie jetzt, nicht Mark Rutte. Ach, Entschuldigung, Gerd Wilders. Er sagt, da gibt es Eliten in Den Haag, die haben sich gegen das Volk verschworen, gegen den, wie er sagt, normalen Niederländer. Mhm. Und er will sich natürlich von diesen Eliten abheben. Ja, die, und diese Eliten, diese klassischen Parteien, die haben dann Parteiprogramme von 150 Seiten und von 200 Seiten, die ehrlich gesagt dann noch wahrscheinlich nicht allzu viele lesen. Ja, die keiner liest, ja. Gerd Wilders hat das getwittert. Er hat gesagt, hier ist ein Link auf eine Seite, das ist mein Parteiprogramm und da stehen alle Kernpunkte drin. So, und dieser Mann besteht im Grunde, also die Partei ist er selbst, ja? Ja. Wie viele Mitglieder hat diese Partei, diese Bewegung? Die Partei hat ein Mitglied. Eins? Eins. Das ist Gerd Wilders. Und das hängt damit zusammen, also in Deutschland gibt es ein Parteiengesetz, in Niederlanden ist das anders geregelt, in den Niederlanden sind das in der Regel Vereine. Und Gerd Wilders, für einen Verein braucht man immerhin noch zwei. Mhm. Und Gerd Wilders hat das so gemacht, er hat eine Stiftung gegründet, hinter der Gerd Wilders steht. Und die beiden Parteigründer sind Gerd Wilders und die Stiftung. Und Gerd Wilders macht das einfach, um keine Kontrolle aus der Hand zu geben. Der will gar nicht, dass irgendwelche anderen Menschen bei dieser Partei mitsprechen, sondern die Partei ist er. Und er hat auch dieses Programm mehr oder weniger im Alleingang formuliert. So, und was steht da im Kern drin? Und was macht dieses Programm so gefährlich, aber auch so faszinierend? Dieses Programm ist, ich würde sagen, eine Mischung. Zum einen ist es einfach sehr stark gegen den Islam gerichtet. Wir verbieten den Koran. Ich frage mich immer, wie das gehen soll. Ja, sollen Polizisten kommen, die dann Razzien veranstalten in den Wohnungen von Muslimen oder so? Also ziemlich spooky. Er will alle Moscheen schließen. Er will alle Koranschulen im Lande schließen. Das ist ein Punkt, das ist eine sehr große Islamfeindlichkeit. Dann will Gerd Wilders raus aus der EU. Nicht aus dem Euro, er will raus aus der EU. Mhm. Und dann hat er noch jede Menge soziale Wohltaten. Weil das ist natürlich, viele Niederländer sind ein bisschen unzufrieden, denen ist einiges zugemutet worden, das Renteneintrittsalter ist erhöht worden beispielsweise, sie müssen mehr zuzahlen im Krankenversicherungsbereich. Das macht viele Menschen zornig, ist in gewisser Weise nachvollziehbar. Und Wilders greift das auf und der sagt, damit alles wieder zurück. Und wir geben das ganze Geld dem Niederländer, weil das geben wir bis jetzt ja sowieso für die Asylanten aus und für die Entwicklungshilfe und für Griechenland. Das sparen wir alles sofort ein. Wir ziehen die Grenzen wieder hoch, wir machen unser Niederlande, wir kapseln uns wieder ein und geben das ganze viele Geld, was wir dann dadurch sparen, das geben wir dann unseren Menschen, Leuten, im normalen Niederländer. Also du spielst im Grunde auf dieser ganzen Klaviatur. Trotzdem noch mal nachgefragt, wenn jemand so lebt, ich habe gelesen, der wird teilweise in Armeekasernen untergebracht und versteckt, einfach damit ihn keiner findet. So einer bemängelt dann, dass die sogenannten Eliten keinen Kontakt zum Volk halten. Der hat doch selbst seit 12 Jahren keinen Kontakt zu irgendjemandem. Wie hält denn der den Kontakt zu seiner Basis? Ich glaube, das ist in der Tat wahrscheinlich sehr, sehr wenige niederländische Politiker gibt, die so wenig Kontakt zum Volk haben wie Gerd Wilders. Weil überall, wo er hingeht, sind sofort Security-Kräfte drumherum. Und ja, das heißt, er hat eigentlich gar nicht viel Kontakt. Was er macht, seinen Wahlkampf führt er eigentlich meistens über Twitter. Auf Twitter hat er mehr Follower als der Premierminister. Also er hat so um die 800.000 Follower auf Twitter. Das heißt, er macht Wahlkampf mit seinem mobilen Endgerät, ja? Drückt dann so aus. Aber das gibt ja auch jemand anderen in den USA, der Twitter sehr erfolgreich eingesetzt hat. Das ist übrigens auch das große Vorbild von Gerd Wilders natürlich. Und er zeigt sich nur sehr selten in der Öffentlichkeit. Und natürlich verliert man da den Kontakt zur Basis. Und natürlich ist da noch die Gefahr, wenn Sie in so einem Kokon leben, wie es der Bruder von Gerd Wilders, Paul Wilders, im Spiegel beschrieben hat, dann
dann, und man immer diese Security um sich herum hat und man kann gar kein normales Leben mehr führen, ich glaube, dann wird man immer noch paranoider und dann betrachtet man natürlich den Islam oder den Islamismus natürlich immer mehr als seinen Feind. Und das sieht man auch sehr klar bei Geert Wilders über die vergangenen Jahre hinweg, dass er immer radikaler und immer extremer geworden ist. Das kann man sich ja auch vorstellen. Und wenn man sich mal intensiver mit dieser Figur beschäftigt, auch dieses Porträt auch und dieses Interview lesend, das Sie mit seinem Bruder geführt haben, wo er auch beschreibt, dass der immer schon eher, sagen wir mal, so ein bisschen verhaltensauffälliger war in dieser Familie oder das schwarze Schaf eigentlich in dieser Familie auch war, jemand, der ja durchaus auch schwierig war. Nur, man muss ja auch sehen, das ist ein sehr trauriges Leben, das dieser Mensch da führt. Also wenn du 12 Jahre sozusagen der Gefangene von Alcatraz bist, dann wirst du paranoid, so wie sie es sagen. Und natürlich bist du dann auch irgendwann Opfer deiner eigenen Vorstellungen, lebst in deiner eigenen Welt. Nun haben ja die Niederländer ja durchaus auch eine Tradition. Also es gibt ja einen Grund, warum sich dieser Mann bedroht fühlt. Wenn man da mal zurückgeht, da sind 2 schlimme Dinge passiert. Pim Fortuyn war der Erste, den es erwischt hat. Es hat in den Niederlanden, grundsätzlich kennen wir ja so die Niederlande, so das Bild, was wir von den Niederlanden haben, ist ja, dass es ein sehr weltoffenes Land ist. Mhm. Wenn man in Amsterdam aus dem Hauptbahnhof rausgeht, dann kommen einem gleich die Schwaben entgegen, von riecht es halt nach Gras, nach Marihuana. Und man sieht dann auch die Damen, die dann in den Schaufenstern abends stehen und ihren Körper verkaufen. Und das ist das, was wir kennen von den Niederlanden. Und die Niederlande war immer wirklich ein großer Hort der Toleranz. Aber das passt natürlich auch nicht allen Niederländern. Und auch das Multikulturelle, was die Niederländer auch immer traditionell hatten. Also ich komme von der deutsch-holländischen Grenze und früher, wenn man über diese Grenze gefahren ist und 5 Kilometer weiter, war das eine viel buntere Gesellschaft sofort. Da gab es asiatische Lebensmittel. Das war in Deutschland, in meinem Ort aus Münsterland, Frieden, woher ich komme, das war das undenkbar. Aber das passt natürlich nicht allen Menschen. Und viele Menschen haben auch so ein bisschen ihre Identität verloren. Früher war das in den Niederlanden so, es gab klare gesellschaftliche Gruppen, sogenannte Säulen. Es gab eine katholische Säule, es gab eine protestantische Säule, es gab auch sowas wie eine Arbeitersäule. Und die hatten ihre Schulen, ihre Kirchen, ihre Vereine und so weiter, ihre Parteien, die sie immer gewählt haben. Und das hat sich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten völlig aufgelöst. So, und Sie sagen, das Faszinierende daran ist, wenn man sich das mal anschaut, deswegen bringt auch dieses ganze Bashing und dieses Verächtlichmachen von Menschen ja auch nichts. Das gilt genauso übrigens auch für die AfD und für Pegida und alles andere. Und dann wird da noch immer in Sonntagsreden gesagt, man muss das ernst nehmen. Aber ernst nehmen bedeutet ja, dass man mal genauer hinschaut und sich auch mal hinschaut oder anschaut, die Niederlande zum Beispiel, wo man sehen kann, dass es vor allen Dingen junge Leute sind, die einem Typen wie Wilders hinterherlaufen. Wie erklären Sie sich das? Ich glaube, eben dass dadurch, dass Geert Wilders anders ist. Ja, er tritt einfach anders auf. Er spricht auch wirklich die Sprache des Volkes. Er spricht sehr einfache Sätze, wie es auch Trump schafft. Er gibt sich sehr jovial. Er verwendet auch Worte, so wie Slappeling, das heißt sowas wie du Schlaffi oder sowas, das hört man von anderen Politikern nicht. Dann so hat er eben, dann hat er eben auch diesen sehr modernen Wahlkampf mit Twitter und vor allem schafft er es aber den Menschen einfach einfache Botschaften zu verkünden. Er gibt ihnen eine klare Identität, nach der viele Niederländer suchen und die sie vielleicht auch verloren haben, habe ich Ihnen ja erzählt. Und das, er will das, macht das so, wir die Niederländer, das normale Volk, das die normalen Menschen, wir übernehmen jetzt wieder die Macht in unserem Land und die Gegengruppe sind die Ausländer und da ganz besonders natürlich die Muslime. Man muss jetzt auch dazu sagen, es kann sein, dass Geert Wilders morgen Abend die stärkste Kraft wird in den Niederlanden. Aber dann wird er vielleicht 17 oder vielleicht maximal 20% der Stimmen abräumen. Das heißt, 80-85% der Niederländer wählen nicht für Wilders, wählen eine andere Partei. Dass er trotzdem stärkste Kraft werden kann, wie in Deutschland, liegt daran, dass das System einfach extrem zersplittert ist. Es gibt keine Partei mehr in den Niederlanden, die auch nur in die Nähe von 30% käme. Das wiederum ist aber auch gut, weil Geert Wilders, um zu regieren, müsste Geert Wilders noch mindestens 2 Koalitionspartner finden. Und von den großen Parteien oder auch mittelgroßen Parteien haben alle durch die Bank ausgeschlossen, eine Koalition mit diesem Mann zu machen. Und deswegen glaube ich, bin ziemlich sicher, wenn nicht ein Erdrutsch passiert oder morgen noch ein terroristischer Anschlag kommt oder irgendwie sowas, dass Geert Wilders nach wie vor nicht die Niederlande nicht regieren wird. Und ich glaube, das will er auch gar nicht, weil er weiß selber, dass diese seine Vorstellung, die er hat, seine Programmpunkte, wir verbieten den Koran, wir schließen alle Moscheen, dass das mit den Niederländern nicht zu machen ist, weil das verstößt gegen die Verfassung. Er kann gewinnen, auch wenn er verliert, sagen Sie. Das ist eigentlich das, was hängen bleibt. Und das ist auch für mich der zentrale Satz.
Er kann gewinnen, auch wenn er verliert. Und das sieht man dort auch, was ein Einzelner in der Lage ist, anzurichten, wie der in der Lage ist, wirklich das ganze Land schon seit vielen Jahren mittlerweile vor sich herzutreiben. Und auch da muss man sagen, der ist nur deswegen dazu in der Lage, dieses Land vor sich herzutreiben, weil etablierte Parteien teilweise ihre Hausaufgaben nicht machen. Wenn man auch Frankreich im Mai, wenn das dann ansteht, ich meine, die Franzosen haben hunderte Tote durch islamistischen Terror mittlerweile erlebt in den letzten Jahren, haben teilweise brennende Vorstädte. Wir werden uns diesen Problemen irgendwann mal stellen müssen. Ansonsten werden diese Probleme über uns kommen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Vielen Dank für das Gespräch. Und ich würde Herrn Garland an dem Punkt, Herr Garland, gerne mal fragen. Herr Garland, wie oft ist denn Politik eigentlich Thema bei euch in der Kabine, bei den Bayern? Redet ihr über sowas? Auch jetzt, ihr habt ja viele holländische Spieler auch da oder niederländische Spieler. Also ich glaube, dass darüber nicht so viel gesprochen wird. Gar nicht, nie? Gar nicht, nicht, aber wir merken das schon, was da passiert. Mhm. Und wir sprechen das kurz an, aber... Herr Garland, ich habe das vorhin schon gesagt, Sie sind tatsächlich eine echte Instanz, eine Legende. Ich weiß, Sie hören das nicht so furchtbar gerne. Dietmar Hamann nickt schon, während ich das so gelassen ausspreche. Aber der sagt nicht immer die Wahrheit, ne? Naja, also in einigen Dingen hat er doch recht behalten, wie auch Karl-Heinz Rummenigge erfahren musste. Der Experte in Sachen Fußball, Nachwuchs und Talentförderung. Was haben Sie gedacht, Herr Garland, als Sie gehört haben von dem Großkreuzausflug in die Stuttgarter Nacht, nächtliches Wandern durch Stuttgart mit Nachwuchsspielern? Können Sie das nachvollziehen? Mit Nachwuchsspielern? Nein. Aber ich hatte mal eine ähnliche Situation. Wir haben Skat gespielt. Ich war junger Spieler, trank keinen Alkohol, habe gerne Skat gespielt. Dann waren wir in der Kneipe und dann sagte einer auf einmal, was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Vormittag? Es war 22 Uhr abends. Dann sagte der eine, wir fahren zum Puff nach Bochum. Ich sage, wie, ihr fahrt zum Puff nach Bochum? Ihr könnt doch gar nicht mehr fahren, ihr habt doch Bier getrunken. Ja, aber du doch nicht. Ja, wie, ich nicht. Ich will da nicht hin. Ja, aber wir brauchen Fahrer. Und dann bin ich mit denen auch dahin gefahren. Wir waren dann nur in der Wirtschaft. Gut, da gab es kein Handy und konnten keine Filme gedreht werden. Aber dann gab es da auch eine Rangelei. Und da habe ich gesagt, Jungs, komm, ab sofort wieder ab nach Hause. Dann habe ich gedacht, wenn das unglücklich gelaufen wäre, dann hätte mir auch so was passieren können. Ich war aber gut beieinander. Ich hätte, glaube ich, nicht so ausgesehen. Nur, Sie meinen, Sie hätten sich besser geprügelt, ja? Ich bin ohne Vater aufgewachsen in der Bergarbeitersiedlung und ich musste meine jüngeren Geschwister und mich verteidigen. Das konnte ich ganz gut. Aber da habe ich sofort dran gedacht, wenn du Pech gehabt hättest, hätte das vor 45 Jahren auch passieren können. Das war das, was Ihnen durch den Kopfschuss, als Sie jetzt diese Großkreuzgeschichte gehört haben. Ja. Das heißt, für Sie zählt dann so ein Argument wie Vorbildfunktion und so weiter. Ist das für Sie teilweise ein bisschen zu hoch gehängt, dass man sagt, meine Güte, jetzt lass doch die Jungs mal am Wochenende oder in ihrer Freizeit machen, was sie wollen? Ja, was sie wollen, können sie nicht machen. Ich habe das ja auch nicht gemacht, aber das ist passiert und das ist peinlich. Und es tut mir für den Jungen leid, weil auf dem Platz sehe ich ihn immer gerne. Der hat ihm alles gegeben, er hat gekämpft und er hat Pech gehabt. Und das heißt für Sie nachvollziehbar, dass dann der Verein, der VfB Stuttgart... Ja, ich kenne ja nicht alle Einzelheiten, die kenne ich nicht, kann ich da auch nicht beurteilen. Dieses Ausflugs meinen Sie jetzt? Ja, ich kenne aber Jan Schindelmeiser und ich habe mit dem zusammengearbeitet mal bei Tennis Borussia. Der ist ein guter Junge und der wird sich das richtig überlegt haben und die Entscheidung ist nachzuvollziehen. Ja. Nachvollziehbar, auch wenn sie tatsächlich von außen betrachtet, muss man immer dazu sagen, wirklich hart klingt. Ja. Wie wichtig ist, Herr Garland, ganz grundsätzlich Sozialverhalten bei der Talentförderung? Wie wichtig ist der Charakter, wenn man sagt, das wird man ganz großer? Geht es dann nur ums Fußballspielen oder geht es auch um die Frage, wie ist denn der so als Typ? Ja, erstmal geht es ums Fußballspielen natürlich. Ne? Ja. Also wenn einer einen super Charakter hat und kann mit dem Ball nicht umgehen, der wird nie ein guter Spieler. Also man muss schon sehen, dass der Junge Fußball spielen kann. Und wenn er dann irgendwelche Schwächen hat, dann kann man ihn darauf hinweisen. Ne? Mal mit einem vernünftigen Gespräch. Man kann auch mal ein bisschen lauter zu ihm sein, aber es gehört dazu auf jeden Fall. Aber Sie würden schon sagen, dass das ist wichtig innerhalb eines solchen Mannschaftsgefüges, dass der auch charakterlich da wirklich reinpasst. Also wenn das so ein Einzelgänger ist oder so ein Egomane, dann hat er da nichts verloren in so einer Mannschaft. Ja, das heißt, er hat nichts verloren. Es kommt doch auf die Leistung drauf an. Wenn einer den Ball nicht abspielt, aber schießt jedes Jahr 50 oder 60 Tore, dann kann er, braucht den Ball nicht abzuspielen und braucht auch nicht nach hinten zu arbeiten. Ne? Das ist, im Fußball ist das nun mal so. Wenn ich denke, wenn wir die beiden Topspieler der Welt momentan sehen,
Cristiano Ronaldo und Messi, die arbeiten nicht viel nach hinten. Ne? Das haben die anderen zu tun. Aber wenn die den Ball haben, dann klingelt es meistens im Tor. Und wenn jeder 50 oder 60 Tore schießt pro Jahr und das seit einem Jahrzehnt, dann können die schon alleine spielen. Ne? Dietmar, was hat Hermann Gerland, was andere Spieler, Beobachter, Scouts nicht haben, Trainer auch? Ja, er hat ein sehr gutes Auge für einen Spieler und ich glaube, er kann die spielerische Qualität einschätzen, dann auch den Charakter sehr gut einschätzen. Und dann hat er in der Zeit, als ich nach oben kam, oder dann auch die Lahm, Schweinsteiger, Müller, hat er uns auch zum Teil erzogen. Weil natürlich in der Mannschaft, natürlich, wenn du so gut bist, dass du jedes Jahr so viele Tore schießt, dann kannst du dir das ein oder andere mehr erlauben. Aber im Endeffekt ist es doch ein Teamsport. Und im Mannschaftssport muss sich jeder unterordnen. Und da war Disziplin war immer eine der Sachen, die sehr gefragt wurde. Also harte Arbeit, Disziplin und auf dem Boden bleiben, denke ich. Disziplin, die dir leicht gefallen ist? Gibt einen schönen Satz von dir. Ich war immer sehr diplomatisch. Ja, nee, aber ich war ja auch mal jung und da hört man natürlich mehr zu, wenn man dann etwas älter ist. Und es war natürlich so, als ich dann zu Bayern kam mit 16, wurde einige Wochen vorher wurde Hermann Gerland als A-Jugendtrainer vorgestellt, der schon Bundesliga-Mannschaften trainiert hat. Und dann war natürlich für mich klar, wenn ich die Möglichkeit dahin zu gehen, wenn du unter so einem Mann arbeiten kannst für 2 oder 3 Jahre, dass das natürlich unbezahlbar ist, weil er weiß, was erforderlich ist, um auf dem höchsten Niveau zu spielen. Und wenn er was sagt und du bist 16, dann, also ich würde ihm heute noch zuhören, aber mit 16 war es natürlich noch ein bisschen anders. War noch ein bisschen eindrucksvoller. Absolut. Wobei es viele gibt, die das sagen. Du sagst ja auch, Hermann Gerland hat mich tatsächlich gemacht. Herr Gerland, wie sind Sie denn auf ihn aufmerksam geworden? Gibt den Satz von Ihnen, der war im Grunde eigentlich fast nicht zu gebrauchen, der war so dünn wie ein Hering. Er war sehr dünn, aber Hering weiß ich nicht. Auf jeden Fall war er dünner als heute. Ja. Ja, aber genauso groß. Ja. Nein, ich war Trainer von Nürnberg und habe mich entschieden, wieder in den Nachwuchsbereich zu gehen. Und dann wollte ich meine zukünftige Mannschaft mir anschauen. Und dann spielte die Mannschaft spielte bei Wacker München. Ne? Wacker München war damals die dritte Kraft in München. Und da komme ich da hin und gucke mir die A-Jugend an. Unsere, glaube ich, haben 3-1 gewonnen. Mhm. Aber aufgefallen ist mir eben der lange Dünne. Dann habe ich Peter Grünberger, der hat früher bei Bayern gespielt, hinterher auch mal in Bochum. Der war mit mir am Platz. Ich sagte, du, was ist der lange da für einer? Was ist das für einer? Er sagte, das ist Didi Hamann. Ich sagte, wieso spielt der denn da? Der muss doch bei Bayern spielen. Ja, sagte der Vater, ist Trainer und so weiter. Das ist nicht sonst einfach, den zu kriegen. Ich sage, wo ist der Vater? Und dann habe ich den Vater getroffen und habe gesagt, Herr Hamann, ich will, dass Ihr Junge bei mir spielt. Ja, die 60er, die wollen auch. Und so, da ist mir scheißegal, was die wollen. Ich will, dass der Junge zu mir kommt. Ja, und dann ist er gekommen. Und Er war ja technisch sehr begabt. Er hatte einen gewaltigen Schuss aufgrund seiner Größe, ein exzellentes Kopfballspiel, wusste, wo der Ball hingehört. Aber ich konnte nicht feststellen, was ist, wenn er mal richtig einen mitkriegt, was dann passiert. Und wir spielten sofort ein Turnier in Sunderland in England, spielten dann gegen Barcelona, gegen Glasgow. Und gegen Glasgow passiert Folgendes, er spielt. Und das war ein U19-Turnier und wir waren mit 17- und 18-Jährigen da. Und wir spielen gegen die Grünen, war Celtic, ne? Celtic Glasgow und auf jeden Fall gehen die zur Sache da Bomb und er wird rasiert von irgendeinem Schotten da. Und ich zu dem Trainer hin und habe ihn gefragt, ob er verrückt wäre. Und er wird behandelt, geht wieder auf den Platz. Und nach 5 Minuten später kommt der Schotte zu mir und sagt, ob ich verrückt wäre. Weil hat er den, der ihn abgeräumt hat, er abgeräumt und der Schotte kam aber nicht mehr wieder. Abgeräumt heißt einfach weggetreten. Ja, mit Ball auf jeden Fall war das ein Foulspiel und er konnte also einstecken und austeilen. Und von dem Zeitpunkt an war ich mir sehr sicher, dass er ein Bundesligaspieler werden würde. Das war aber in der ersten Woche praktisch. Verstehe. Wie hast du das in Erinnerung? Wie hat dir denn dein Vater das schmackhaft gemacht? Du wolltest das gar nicht, ja? Du wolltest da gar nicht hin zu den Bayern? Na, dann schon. Also ich hätte die Möglichkeit gehabt, 5, 6 Jahre vorher
dorthin zu gehen. Aber mein Vater hat mich bei Wacker München trainiert, 5, 6 Jahre, was mir sehr geholfen hat. Aber es war dann einfach der Zeitpunkt, wo meiner Meinung nach das Fußballspielen losgeht in der A-Jugend. Und wie gesagt, die Tatsache, dass ein Hermann Gerland zu Bayern geht, zeigt ja, dass der Verein wieder junge Spieler hochbringen wollte. Weil zu der Zeit hat es einige Jahre keinen jungen Spieler gegeben, der es aus der Jugend schafft. Und das war für mich der perfekte Zeitpunkt. Also wie gesagt, das musste nicht groß verkauft werden. Er hat sich dann gemeldet, 2, 3 Tage später am Nachmittag. Ich habe erst gedacht, es will mich jemand veräppeln und ich wusste nicht, ob es wirklich ist. Aber er war es und wie gesagt, also meine Entscheidung war ziemlich schnell getroffen. Mhm. Stimmt es, dass Sie Hoeneß ihn erstmal schmackhaft machen mussten? Uli Hoeneß wollte ihn gar nicht haben? Nein, das war nicht der Fall so. Aber Uli hat ab und zu mal zugeschaut und es gibt ja keinen Spieler auf der Welt, der nur gut spielt. Und vielleicht hat er den Didi mal gesehen, wo er eben in einer nicht so guten Verfassung war. Und dann hat er mich, weil ich immer von ihm geschwärmt habe, dann hat er mich gefrotzelt und gesagt, du, Hermann, hast du schon angebaut für deinen Stiefsohn? Oder wird das dein Schwiegersohn? Der macht kein einziges Bundesligaspiel. Da habe ich gesagt, Uli, der wird Bundesligaspieler und den wirst du für die größte Ablösesumme verkaufen, die du je erzielt hast, wenn du ihn verkaufen wirst. Bis dato war die höchste Ablösesumme, glaube ich, Karl-Heinz Rummenigge nach Inter Mailand für 11 Millionen. Und Didi ist dann, weiß ich, 3 oder 4 Jahre später, du weißt ja besser, die Ablösesumme, die der Verein erzielt hat. Ja, 13,5 Millionen D-Mark damals. Ja, gut. Damals gab es noch keinen Euro. Und danach in England, ein Jahr später? Ein bisschen mehr. Wie viel? 25. Also. 25. Das ist Wahnsinn. Ja. Herr Gerland, gehe ich dazu weit, wenn ich sage, der ist eine Vaterfigur tatsächlich, auch für viele? Ich meine, du sagst das über ihn, aber auch andere sagen, ja, dieser Mann, das war der entscheidende Mann in meiner Karriere. Mats Hummels sagt das zum Beispiel. Also auch. Man entwickelt sich natürlich immer weiter, muss versuchen, sich zu verbessern. Nur in dem Alter mit 16, 17, 18 ist es natürlich unheimlich wichtig, dass du ja, erzählt bekommst, was von dir verlangt wird auf dem Fußballplatz und auch außerhalb. Und er war schon ab und zu etwas härter. Ich war immer einer, der Lob nicht sehr gut handeln konnte. Also ich habe öfter mal einen Tritt in den Hintern bekommen, andere weniger. Aber ja, es war so. Und man hat zugehört und es war immer, weil er immer fair war, was glaube ich, war immer eine gute Stimmung in unserer Mannschaft. Und die Leute waren immer heiß, mehr zu lernen und mehr zu wollen. Und wie gesagt, wenn er gesagt hat, du musst das machen, ich kann mich erinnern, ich kam mit 16 zu Bayern München und dann sagt er, du musst etwas zulegen. Und in Irland trinken sie Guinness, das trinken wir in Bayern, da trinken wir Weißbier, aber er hat gesagt, du musst ein oder zweimal in der Woche musst du in den Kraftraum gehen. Und wir hatten damals bei Bayern in der Jugendabteilung hatten wir keinen Kraftraum, da musste ich einmal in der Woche, ich habe Abitur gemacht zu dem Zeitpunkt, hat er mich einmal in der Woche oder zweimal in der Woche, musste ich am Nachmittag 2 Stunden ins Krafttraining. Am Abend dann um 5 ging das Training los. Also wie gesagt, ich habe viel Zeit in U-Bahn, S-Bahn und Trambahnen verbracht. Aber wie gesagt, wenn er das sagt, dann ist es so. Und deswegen habe ich das nie gesehen als Opfer bringen, weil ich wusste, ich will Profifußballer werden. Zu dem Zeitpunkt weißt du natürlich nie, ob es irgendwann da mal klappt. Braucht man auch das Quäntchen Glück dazu. Aber ich denke, er hat alles dafür getan. Und wie er auch gesagt hat, nach oben, ob das ein Uli Hoeneß war oder Rummenigge, wenn da jemand mal Zweifel hatte, da hat er uns immer bis aufs Messer verteidigt und, glaube ich, nicht nur mir, sondern auch vielen anderen geholfen. Also, die Frage ist, Herr Gerland, Sie haben ja selber, Sie haben zwölf Jahre, man hört das auch noch so ein bisschen, Ruhrgebiet, ja? Da bin ich stolz drauf, ja. Sind Sie stolz drauf? Ja, zu Recht, finde ich, ganz tolle Leute. Ja. Sie haben 12 Jahre bei Bochum gespielt. Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Siegprämie? Wie hoch war die? Die erste Siegprämie, die habe ich mir geteilt mit Günter Ittrich. Der ist Vater geworden und in meinem ersten Spiel, wir gewannen 2:0 in Eintracht Braunschweig. Und es gab, glaube ich, 800 Mark Siegprämie, 400 Mark pro Punkt. Ich bin später eingewechselt worden. Ich denke, es gab 400 für mich, 200 für Günter Ittrich und 200 für mich. Aber das war mir egal, als der Höher gesagt hat, immer, du musst die Prämie teilen mit Günter Ittrich, da wird der Trainer. Ich habe Bundesliga gespielt, das war für mich das Schönste. Mit 18 Jahren habe ich mein erstes Spiel in der Bundesliga gemacht. Ich war glücklich. Das Fallspiel, Sie kommen von einer richtig klassischen Malocher-Familie, ne, wie man im Ruhrgebiet sagt. Ihr Vater, Sie kommen aus einer Bergarbeiterfamilie, ne? Mein Vater war Bergmann, die Pützen haben aber schon zugemacht. Und mein Vater ist verstorben, da war ich 9 Jahre. Und ich hatte 3 jüngere Geschwister, kein Geld.
mein bester Kumpel Martin, der Vater war Ingenieur, die Brüder waren alle schon studieren. Und immer, wenn der neue Fußballschuhe bekommen hat, dann habe ich seine alten bekommen. Dann konnte ich Fußball spielen. Das war nicht so ganz einfach. Also wirtschaftlich sehr heikle Situation. Ihr wart arm. Gehe ich da zu weit, wenn ich das so sage? Nein, wir waren nicht arm, wir waren sehr arm. Sehr arm waren Wie hat sie das geprägt? Und auch jetzt mit Blick auf die Welt, in der Sie sich jetzt bewegen, wenn Sie jetzt beim Training sind, ich meine, wie viele Millionen laufen denn da um Sie herum? Ich habe nur mittlere Reife und Bankkaufmann. Ich kann das nicht so zählen, auf jeden Fall. Aber darum geht es nicht. Ja. Es geht darum. Ich hatte trotzdem eine schöne Jugend. Wir hatten immer gut zu essen. Ich musste ich kriegte immer passend Geld mit, wenn ich einkaufen musste. Da habe ich gesagt, Mama, wenn ich einmal zu wenig Geld mitkriege und der sagt mir, auf einmal kostet 2,50 Mark und ich habe nur 2,40 Mark, bei gehe ich nie mehr einkaufen. Ich will das nicht haben. Dann musstest du nach angestoßenem Obst fragen, weil das war billiger und so weiter. Mhm. Das war also für mich sehr, sehr unangenehm. Wenn die anderen Weihnachten hatten, dann hatten sie ja eine Kokosnuss unterm Baum liegen und die anderen, hatten viel Schokolade und die kriegten Fußball und die kriegten Fahrrad und so weiter. Und wir kriegten ein Unterhemd und wir kriegten eine Mütze und einen Pullover. Das war nicht so schön. Und deswegen habe ich gearbeitet und habe Fußball gespielt, habe mehr trainiert als die anderen. Und Wunsch ging dann in Erfüllung, da ich mit 18 Jahren mein erstes Bundesligaspiel machen konnte. Das war sozusagen der große Traum, mit dem Sie alles andere hinten angestellt haben, ja? Nein, das war... Ich konnte auch in der Bank arbeiten, aber hätte ich jeden Tag mit Krawatte rumlaufen müssen. Und das war nicht meine Welt. Ich wollte, wie gesagt, Fußball spielen. Und wenn ich heute jetzt sehe, welche Möglichkeiten die unsere Jungs haben, wo die untergebracht sind. Ich bin morgens um 7 Uhr, bin ich damals mit meiner Freundin, das ist jetzt meine Frau, die hat mich dann schon begleitet. Wie lange sind Sie beide schon verheiratet oder zusammen? Zusammen sind wir seit 71 und verheiratet sind wir über 40 Jahre. Also sag mal, ist jetzt auch nicht in der Welt des modernen Fußballs auch nicht unbedingt der Durchschnitt, ne? Dass man 40 Jahre zusammen ist. Ja, aber ich wollte nie Durchschnitt sein. Sie wollten nicht Durchschnitt sein, das haben Sie geschafft. Schön gesagt. Wenn Sie heute dann in der Welt, Herr Gerland, ich habe das eben schon kurz angesprochen, wenn Sie heute in der Welt unterwegs sind, wenn Sie dann plötzlich diese Millionensummen mitkriegen, über die da gesprochen wird, reden Sie da manchmal auch mit den Jungs, die Ihnen besonders nah sind? Weiß, dass Sie zum Beispiel Philipp Lahm ist so einer, von dem Sie sagen, der steht mir ganz besonders nahe, weil es ist für mich so der Inbegriff des ganz großen Fußballtalents, der perfekteste Fußballer, den ich mir vorstellen kann. Aber der ist sehr, sehr vernünftig, also... Das ist sehr vernünftig. Auch wenn ich so. Wir haben ja auch einige Leute, die eine Stiftung haben. Das wird ja nicht so verbreitet. Die haben dann eine Stiftung und bauen Häuser für arme, minder bemittelte Kinder und so. Also das wird ja nicht so in der Öffentlichkeit verbreitet. Aber wir haben Top-Jungs auch dabei, muss ich sagen. Top-Jungs. Mhm. Und manchmal sage ich dir natürlich, ich bin immer froh, wenn ich ein Autogramm geben darf. Und ich sage das auch zum Thomas Müller häufiger. Ich sage, Thomas, weißt du, ich habe dich noch gehabt, da wärst du froh gewesen, eine Autogrammkarte gehabt zu haben. Ne? Jetzt hast du eine und gehst schreiben. Und sagen, du schreiben darfst, bist du erfolgreich. Also. Aber wir kommen ja sehr gut miteinander aus. Bin auch nicht mehr ganz so hart, wie ich früher war. Jetzt bin ich ein bisschen gnädiger aufgrund meines Alters wahrscheinlich und sehe vieles gelassen. War das damals sofort klar, weil Sie das gerade sagen, Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, als diese Leute so kamen, als Sie die plötzlich zum ersten Mal gesehen haben, war Ihnen klar, was das für Riesentalente sind? Ja, bei Philipp Lahm war ich so überzeugt wie bei keinem anderen. Also der hat gespielt, ich bin jeden Tag nach Hause gekommen, da war es gut und der Junge, der spielt Fußball, der macht überhaupt keine Fehler. Der macht überhaupt keine Fehler. Und dann kam ja eine Situation, der hat bei uns einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben, aber der kriegte keine Angebote. Ich habe den überall angeboten, der kriegte keine Angebote. Und das wäre eine Sauerei gewesen, wenn der noch ein drittes Jahr bei mir hätte spielen müssen. Weil er war so was von herausragend. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein, dass der noch ein Jahr dritte Liga spielt. Da ist Perlen vor die Säue geworfen, der muss Bundesliga spielen. Und glücklicherweise spielten wir am vorletzten Spieltag gegen VfB Stuttgart. Und ich kenne Felix und ich habe direkt gegen Felix gespielt. Er weiß also, kannte Felix mich. Magert. Ja, Felix. Ja. Und Felix war Trainer vom VfB Stuttgart. Und dann sagt er, oh Hermann, jetzt kommen ja wieder Leute nach oben. Ich sage, ja, wir arbeiten sehr gut im Nachwuchs. Das heißt, ich werde jetzt hier immer gelobt. Aber das verdiene ich gar nicht, weil unter mir die Jungs, die im Nachwuchsbereich gearbeitet haben, Kurt Niedermeier, Stefan Beckenbauer, der leider vor 2 Jahren verstorben ist. Verstorben ist ja der Tragische.
Hermann Hummels, Heiko Vogel. Und wenn ich jetzt noch einen vergessen habe, dann möchte ich entschuldigen, die haben erstklassig gearbeitet. Und dann bin ich dahinter. Sie haben von denen profitiert. Ja, ich habe davon profitiert. Ja. Aber jetzt noch mal zu Felix kommen. Dann habe ich gesagt, Felix, ich habe einen Spieler, der ist unvorstellbar gut. Ja, was kann der denn? Ich sage, du kannst hinstehen, wo du willst. Torwart ist ja nicht ganz so gut, weil er nicht so groß ist. Sieht aus wie 15, spielt wie 30. Ja, dann nehme ich den. Und dann ist der zum VfB Stuttgart gegangen. Ich muss natürlich dazu sagen, wir sind Meister geworden. Ottmar Hitzfeld ist Meister geworden mit 15 Punkten Vorsprung. Rechter Verteidiger Willi Janol, linker Verteidiger Lisa Rasu vor der Abwehr, Jens Jeremies oder Owen Hargreaves, da waren auch schon gute Spieler, aber Philipp war einfach genial. Und nach 3 Monaten, nachdem er beim VfB war, spielten wir gegen Manchester United und dann wollte Ferguson Lahm kaufen. Ne? Also dann war der sofort top und ein halbes Jahr später war er A-Nationalspieler. Und dann waren wir froh und glücklich, dass er zu uns zurückgekommen ist. Und der spielt für mich, spielt er, Didi, du bist ja der Beobachter von oben, du siehst das ja ein bisschen anders als ich. Für mich spielt der so erfolgreich wie keiner zuvor in der Bundesliga. Auf solch einem Niveau, Woche für Woche. Wenn er 50 Spiele macht, sind 45 auf einem Top-Niveau und die anderen 5 sind immer noch gut. Und besser als... Und das seitdem ich ihn kenne, seit 2001. Und jetzt hört der Junge auf. Jetzt hört der Junge auf und es ist ein großer Verlust für den FC Bayern und vor allen Dingen für die Zuschauer. Weil der spielt, ist unvorstellbar, wie wenig Fehler dieser Junge in seiner Karriere gemacht hat. Sie überschlagen sich förmlich. Würden Sie sagen, 2013 war für Sie der größte Moment, Gewinn der Champions League? Ja, das war wunderschön. Aber Pokalmeisterschaft und ja, aber für mich war das auch die erste Meisterschaft. War für mich, ich bin 55 Jahre, habe ich alles getan für den Fußball, habe jeden Tag ein paar Gas gegeben und ja. Ich bin nie deutscher Meister geworden. Meine Spieler von früher, die haben gelacht, deutscher Meister, was ist das denn? Aber ich war es noch nie. Auf einmal werde ich mit 55 zum ersten Mal deutscher Meister. Ich bin aufgewacht morgens. Also, ja, Mann. Nimm mal vor, der kleine Junge aus Bochum-Weidmar wird deutscher Fußballmeister. Schön. Und Sie haben damals auch, wir haben eine schöne Szene gefunden, auch auf der Bühne mal gezeigt, was so in Ihnen steckt. Wir schauen mal kurz rein. So viele Perlen aus der eigenen Jugend. Er mag immer nicht, wenn ich das sage, aber mir ist es wichtig, weil er so gute Arbeit geleistet hat bei den Amateuren des FC Bayern. Und das ist auch, verdammt nochmal, dein Champions League-Titel 2013. Der Tiger Hermann Gerland. Ein Whisky-Cola für diesen Mann. Lehmann, natürlich so ein Scheiß. Ne? Ich habe nur einen Wunsch. Josef, heute Champions League-Sieger, ich möchte, dass du ein bisschen lockerer bist. Irgendwann holt uns der Sensenmann. Ne? Du kommst in den Himmel und nicht in die Hölle, aber heute müssen wir die Sau rauslassen. Also, jo. Guck mal, wenn Hermann Gerland die Sau rauslässt. Kannst du ihn auch nachmachen? Ich weiß, das ist in Spielerkreisen weit verbreitet beim FC Bayern, ne? Hermann Gerland imitieren. Anscheinend. Ich habe ihn früher nie so gesehen, aber nach dem Champions League-Sieg muss das mal sein. Pass auf, die Parodien schauen wir uns mal kurz an. Unter anderem eine von Thomas Müller. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ja, Thomas Müller ist als Hermann Gerland fast noch besser als Sie selbst. Wir hören mal kurz rein. Ich muss was sagen, Markus Bart ist ein herausragender Hermann Gerland Imitator. Oh, ganz so gut kann ich es nicht, aber... Wir haben noch einen. Wir haben noch einen. Ja, wir können so ein Battle machen. Wer fängt an? Ja, Uli, bist du besäuert? Bist du besäuert? Du kannst doch diese Jungs nicht verkaufen. Bist du wahnsinnig? Wenn du die verkaufst, kannst du mich am Arsch lecken, gehe ich nach Hause. Das war wortwörtlich Hermann Gerland. Ja. Josef, ich wünsche mir nur eins. Wir sind jetzt Champions League-Sieger und irgendwann kommt der Sensenmann. Der holt uns alle. Ich komme in die Hölle und du in den Himmel. Aber heute lassen wir die Sau raus. Das ist schön. Ja, ja.
Das ist tatsächlich tiefe Zuneigung, die man da spürt. Danke euch ganz, ganz herzlich, Dietmar Hamann und Hermann Gerland, der endlich mal zu Besuch hier bei uns in der Sendung war. Wirklich große Freude. Viel Glück für die neue Aufgabe, da steht Großes vor Ihnen. Judith Holofernes ist heute bei uns, die ebenfalls noch nie bei uns in der Sendung war. Ich habe vorhin schon gesagt, ihr verdanken wir diesen Einstieg in die Sendung, den wir schon seit vielen, vielen Jahren benutzen. Und wir schauen mal ganz kurz rein, wie dieses Lied eigentlich weiterginge, ja, wenn es bei uns da mal weiterginge. Wir sind Helden. Wir sind dankbar für diesen Song. Erinnerst du dich an diese Anfrage, als sie damals kam? Ich erinnere mich sehr lebhaft daran. Da waren wir in einem Backstage-Bereich, ich glaube in Hamburg. Und dann wurden wir gefragt, wir kamen verschwitzt von der Bühne und es war alles irgendwie sehr wild. Und sowieso war es eine wilde Zeit. Und die Anfrage lautete, ihr kennt doch noch diesen netten Moderator. Der macht jetzt eine Fernsehsendung und wäre das okay, wenn der euer Lied nimmt? Bin das okay? Ja, klar. Ja, und heute ist das für uns tatsächlich ein Klassiker. Wir würden alles tun, Deko, alles irgendwann mal verändern. Nur diesen Song, den werden wir niemals verändern. Mir war deswegen das bis jetzt gerade nicht klar, dass das natürlich vom Text so gut passt für eine Talkshow. Ja. Mit dem nur ein Wort. Bitte gib mir nur ein Wort. Klar. Ja, wir sind ja dankbar für jeden ganzen Satz, den wir einfach mal hören. kannst du dich damals an die Anfänge erinnern, Nudel? Ich meine, ihr habt euch getroffen auf einem, habe ich das richtig gelesen, in einem, was war das, ein Training, ein Workshop, ein Workshop, Training, genau. Training ein Workshop für, das war das Wort, das mir fehlte, ein Workshop für Popkomposition, ja? Ja, im Grunde schon. Also ich hatte 2 Jahre lang in Berlin versucht, eine Band zu finden und es war gar nicht so leicht, also eine Band zu finden, die das versteht, wie wichtig mir die Texte auch sind. Mhm. Und die aber trotzdem dann wiederum auch die Musik ernst genug nehmen, dass man dazu von was der Bühne springen macht. Möchte ja. Und sich in die Menge werfen. So, ne, das war mein Ziel. Und es war gar nicht so einfach. Und dann hatten mir Freunde geraten, zu diesem Kurs zu gehen. Da gäbe es ganz tolle Musiker. Und was ich tatsächlich in dem Moment nicht bedacht hatte, war, dass ich die dann ja in Hamburg kennenlernen würde. Mhm. Und die dann vielleicht auch nicht in Berlin wohnen würden. Das war mir alles nicht so klar. Und dann habe ich da meine Band gefunden. Und wir haben für immer bis zum letzten Tag von Wir sind Helden in 3 verschiedenen Städten gewohnt. Und das ging trotzdem gut zusammen? Das ging super, weil wir die meiste Zeit sowieso nie zu Hause waren. Und dann war das auch egal. Ja, ich meine, ihr habt eine, weil du das so sagst, ihr habt eine wirklich wahnsinnige Zeit hinter euch. Ne? Ja. Wie habt ihr das damals erlebt, als das plötzlich abging? 2004, 2005 war das. Ne? Da kommt dieses Album raus, ich habe das eingangs schon gesagt. Wir sind Helden hieß das. Und dann ist da dieses Lied drauf, Guten Tag. Und das wurde ihr dann ja plötzlich verstanden als Lied, das den Zeitgeist perfekt getroffen hat. Gegen Konsum, Terror, gegen Kommerzialisierung, all das, was uns auch heute unter den Nägeln brennt. Es war eine völlig verrückte Zeit und es war sehr, sehr schön. Es war märchenhaft und gleichzeitig war es auch immer sozusagen, also es hatte immer eine eigentlich zu hohe Amplitude in allem, was passiert ist. Also ich weiß noch, dass ich das Gefühl hatte, ich hänge immer so ein bisschen hinterher in meiner Entwicklung. Also es kam dann immer die Anfrage, zum Beispiel, der Headliner von Rock am Ring ist ausgefallen und ihr könntet da spielen. Und das war, glaube ich, unser 2. Festivalsommer. Und ich war froh, dass ich meine Gitarre richtig rumhalten konnte, so ungefähr. Ne? Also es war und dann immer stehst so, du da plötzlich da oben. Ja, es ging alles immer so ein bisschen zu schnell. Und das war auch, da gab es dann auch immer mal Tränen. Also es war immer mal so, dass ich dachte, zu viel von allem. Also ich fand es kein einfaches Leben. Es war wahnsinnig schön. Ich möchte es nicht missen. Ja. Aber es hat einen hohen Ausschlag. Ich habe das Glück gehabt. Ich meine, ich hatte meinen Mann, also damals Freund in der Band, das war natürlich ein Halt. Wir waren immer unheimlich gut befreundet. Und ich glaube, unser Humor, Bandhumor, hat uns gerettet. Auch Schlagzeuger, ne? Also wir sind viel um Raststätten geflitzt, ohne Bekleidung. Ich nicht so oft wie die anderen, aber also, wir hatten einfach viel Spaß. Das ihr seid hat uns nackt um Raststätten gelaufen. Ist das ein Spiel von Wir sind Helden gewesen? Ja, das war ein Spiel von Wir sind Helden. Sehr gut. War Tag oder Nacht? Nacht. Ja, okay. Ja, tatsächlich glaube ich, also Humor. Raststättenflitzer, haben Sie auch noch nicht gehört, ne? Fußballflitzer, ja. Wenn du nächstes Mal flitzt, sagen Sie Scheiße, guck ich zu. Ja. Ich habe es nicht so oft gemacht wie die anderen. Ich habe andere Mutproben gemacht. Das ganze Ding war ein bisschen wie eine riesige Mutprobe.
Ja, eine Mutprobe, an der man aber auch zerbrechen kann, weil man überfordert einen das irgendwann. Ich meine, auch dieser riesige Erfolg. Und jeder versucht dich ja zu vereinnahmen. Ich habe mal gelesen, ich meine, es ist eigentlich lustig, dass jemand wie ihr, die ja so für Kritik an Konsum und so weiter stehen, dass ihr dann Anfragen hatte, zum Beispiel Werbung für Rolls-Royce zu machen. Ja, das war meine Lieblingsanfrage, die fand ich so schön. Ja. Und zwar, dass so ein klassisches und hochwertiges Auto in so schönem Kontrast zu meinen... quasi zu meiner Personality, wie es dann immer heißt, stehen würde. Ja. Dass das ganz besonders reizvoll wäre. Dann dachte ich auch, ja, ganz besonders reizvoll. Ja, herrlich. Überfordert einen das dann irgendwann, diese Verantwortung? War das der Grund dann auch irgendwann zu sagen, ich mache jetzt mal Schluss, ich will mal raus, ich hole mir auch vielleicht wieder einen Teil meiner Anonymität zurück, die ist ja dann auch irgendwann flöten. Ja, ich meine, ich habe immer in Kreuzberg gelebt und Kreuzberg ist sehr gnädig zu Leuten mit einer bekannten Visage. Ne? Da kann man irgendwie 3 Jahre lang immer im gleichen Laden einkaufen und dann merkt man irgendwann, dass derjenige, den man da jeden Tag trifft, schon weiß, was man beruflich macht. Also es war nicht so ein Thema für mich mit der Bekanntheit, aber ich war definitiv teilweise überfordert und ich habe das Gefühl, ich werde so über die Jahre auch eher schüchterner oder ich habe immer einen starken Anteil, haben wahrscheinlich viele Künstler so, ne? Aber eine Seite muss natürlich dünnhäutig sein und man muss ja sehr auf sein, ne? Man muss sehr offen sein, um auch so Songs schreiben zu können. Das heißt irgendwie, das, was mir Leute immer gesagt haben, du brauchst einen dickeren Regenmantel. Du musst... Ein dickes Fell. Du musst dir ein dickes Fell zulegen und so. Da habe ich immer gedacht, das geht irgendwie nicht, weil das würde mich quasi behindern in dem, was ich eigentlich tue, nämlich... Mhm. Songs schreiben. Und sowieso halte ich das für Quatsch. Ich glaube, man kann sich kein dickes Fell zulegen, wenn man keins hat. Ja, und ich glaube wirklich, dass man auch mit den Jahren eher dünnhäutiger wird. Ursula von der Leyen hat das hier in der Sendung mal gesagt. Und ich kann es mir gut vorstellen. Also ich bin die sagte, im Laufe der Zeit wird man dünnhäutiger und man wird verletzlicher und das prallt überhaupt nicht an einem ab, sondern man nimmt die Angriffe auch sehr viel bewusster wahr. Ja, und irgendwie werde ich auch, also meine Liebsten, ich meine, jetzt mache ich wieder Musik und die Musik ist teilweise auch sehr laut und ich freue mich wahnsinnig, auf Tour zu gehen und ich liebe die Hitze und den Voodoo und das alles, ne, vom Live-Spielen und so. Aber meine liebsten Hobbys sozusagen sind 4 Stunden lang aus dem Fenster gucken und im Wald spazieren gehen und nichts tun und Bücher lesen und meditieren. Und so, ja. Das ist ja die perfekte Voraussetzung, um direkt von der neuen CD jetzt direkt wieder auf die Bühne zu gehen. Du gehst ja direkt wieder auf Tour, ne? Ich gehe heute Abend, ich steige heute Abend in den Tourbus. Ich fahre. Es geht direkt los? Ja, ich fahre sozusagen nachher nach Berlin, dann steige ich dort in den Tourbus und fahre sofort über Nacht los nach Frankfurt. Unfassbar. Und dann Leipzig und dann Köln und Hamburg und München. Und, ja. Unfassbar. Wir hören mal kurz rein. Du hast ein tolles neues Album gemacht. Dein Mann und du in erster Linie. Wir schauen mal kurz rein. Fairness, ich bin das Chaos. Und jetzt direkt auf Tour, wie wir gerade gehört haben. Ihr habt das auf den Färöerinseln aufgenommen, stimmt das? Also wir haben Teile davon auf den Färöern aufgenommen, ganz kleine und vor allem... Eine Fußballgroßmacht, wie wir wissen, ja, oder die Österreicher vor allen Dingen wissen. Ja. Wie fandst du die Färöerinseln? Hast du was gesehen von den Inseln? Weil es ist immer Nebel. Ja, also es ist neblig, es ist so ein bisschen unwirklich, diesig und es hat so ein bisschen was Herr der Ringe-mäßiges. Total. Es ist so, wunderschön. Es ist ganz karg und wunderschön und man weiß dann auch, warum die so viel tolle Musik machen, weil man kann auch nichts anderes machen. Also es gibt, ja, genau, es gibt, die Zeit, ja. Es gibt weniger Menschen dort als in Kreuzberg. Ich weiß. Und sehr viel mehr Schafe als Menschen und so weiter. Sehr viel mehr Schafe als Menschen. Und das Lustige ist, es sind sehr melancholische, dunkle Lieder dabei, zu denen das vielleicht passt. Also dieses Skandinavische, wie man sich das so vorstellt. Wir haben aber auch sehr urban, würde ich mal sagen, sehr urbane und sehr wilde Sachen dort geschrieben. Und dann guckt man aus dem Fenster und sieht so die Schafe und über die Schafe hinweg guckt man über die Klippe ins Meer und macht dann Musik, die überhaupt nicht dazu passt. Was, herrlich. Ja, total schön. Färöerinsel, beneidigt drum um diese Erfahrung. Ich habe mal eine Sightseeing-Tour auf den Färöerinseln gemacht. Und es war so neblig, dass man aus dem Bus einfach nur 20 Meter sehen konnte. Und der Busfahrer sagte immer, da unten ist ein schönes Schloss, könnt ihr aber heute leider nicht sehen. Ja. Und da unten ist noch eine schöne Kirche, könnt ihr heute auch nicht sehen. Aber beim nächsten Mal. Ich war dann noch mal da, ich glaube noch zweimal. Ich habe die Kirche und das Schloss alles nie gesehen. Deswegen wäre mir ich auch keine Kirche und kein Schloss gesehen. Aber ich liebe die Färöerinseln.
Das ist ein wunderbarer Fleck, die Erde. Ja, und es wird nicht dunkel. Das trägt natürlich zum Songwriting auch sehr bei, weil man kann Sommer gar da nicht schlafen gehen. Du warst im Sommer. Ich war im Sommer da. Genau. Im Winter möchte man da. Im Winter ist nur dunkel. Also Taito ist jetzt auch, Taito ist jetzt für die Tour auch dabei und ist, glaube ich, nicht so traurig, dass er jetzt gerade nicht da ist. Also da gibt es Windgeschwindigkeiten, die können tagelang das Haus nicht verlassen. Absolut, ja. Aber es gibt auch draußen nichts zu sehen. Im Winter, weil es dunkel ist, und im Sommer, weil der Nebel da ist. Und insofern ist auch egal. Judith, danke dir ganz, ganz herzlich. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Jetzt auf großer Tour. Kompliment nochmal. Schönes Album. Danke. Und tolle Texte. Finde Judith Holofernes müsste dringend mal ihren ersten Roman schreiben, Kester. Absolut. Ne? Eine der besten Texterinnen, die wir im Lande haben. Wirklich. Dankeschön. Absolut. Und Kester Stenz weiß sowas, denn er ist selber einer, der tolle Bücher schon gemacht hat, tolle Kinderbücher, ich habe es vorhin erwähnt, tolle Bücher für ältere, reifere Herren wie mich, alter Sack war's nun und andere Dinge. Und der jetzt aber ein Buch gemacht hat, in dem es sehr ernsthaft wird, Kester, geht um deine Mutter, genauer gesagt um die Frage, was tun, wenn Eltern alt werden, und vor allen Dingen auch die Frage, was macht das dann eigentlich mit uns? Was macht das mit den Kindern? Wann war das erste Mal Thema für euch in der Familie oder auch für dich, die Versorgung der Eltern? Na, das begann vor rund 4 Jahren, als mein Vater leider sehr krank wurde. Der ist dann vor 4 Jahren noch etwa gestorben. Und das war schon mal ein großer Einschnitt. Mhm. Das ging relativ schnell. Ich habe ihn selber ins Hospiz gebracht. Das erinnere ich noch, werde ich nie vergessen, wie ich ihn da hingebracht habe. Er wollte eigentlich ursprünglich da gar nicht hin. Später, als es zu Hause nicht mehr ging, hat er sich dann überzeugen lassen und war dann auch sehr glücklich. Er ist dann selber die Treppe da hochgegangen, das war ihm sehr wichtig. Ins Hospiz. Ich habe ihn hingebracht und ein letzter Rest Würde war ihm wichtig, da hinzugehen, die Hand zu geben. Und dann ist er eine Woche da gewesen und da auch relativ friedlich gestorben. Ich halte sehr viel von. Nimm uns mal die Angst, wenn ich das so höre, Hospiz und so weiter. Das sind alles so Dinge, die würde ich von mir ganz weit wegpacken. Hat er auch gedacht. Und die Vorstellung, dass ich selber ins Hospiz reingehe und sage, guten Tag, da bin ich. Ja. Und zu wissen, dieses Haus werde ich lebend nicht mehr verlassen. Ja. Das stelle ich mir hart vor. War es auch. War sicherlich auch für ihn extrem hart. Aber gleichzeitig ist es da so eine tolle Atmosphäre gewesen, ein solches Gefühl von Aufgehobensein, dass er dann doch sehr schnell losgelassen hat und da auch das, was ihm wichtig war, behalten hat, seine Würde. Und dann war es halt so, dass meine Mutter alleine war. Und wie lange hat das gedauert? Wie lange war er noch in dem Hospiz? Keine Woche. Nach einer Woche ist er gestorben? Genau. Und meine Mutter war dann alleine mit damals fast 80, glaube 80 Jahren. Wir haben uns halt Gedanken gemacht, wie lange wird es gehen. Sie hat sich sehr gut gehalten, kam auch zurecht. Aber dann begann es irgendwann, dass sie schwächer wurde. Und dann kamen so die Gespräche. Aber wie immer im Leben ist es so, dass beide Seiten das rauszögern. Ne? Die eine Seite hofft, es geht noch lange. Die Kinder hoffen auch, es geht noch lange. Und es muss immer irgendetwas passieren. Das ist eigentlich fast bei allen so, dass irgendwas passieren muss, um dann diesen Vorgang des Kümmerns in Gang zu setzen. Ich meine, man merkt ja eigentlich, wenn du das gerade so sagst, die Einschläge kommen ja näher. Du merkst doch, wenn sich Eltern langsam verändern. Woran habt ihr es gemerkt? Ja, wir haben es gemerkt, dass meine Mutter häufiger angerufen hat und gesagt hat, ihr geht's nicht gut. Wir sind dann hingefahren und wir wussten immer nicht so richtig, wie wir das einschätzen sollen. Ist sie vielleicht alleine? Ist sie einsam oder braucht Zuwendung oder ist wirklich was? Und dann war es halt so, wie es auch häufig ist, irgendwann kam der Anruf, Mutti ist gestürzt. Und begann alles. Mhm. Aber vorher schon, ich meine, so verstehe ich auch dieses Buch, auch als einen Appell, sagen, schaut da früher, auch schaut da genauer hin. Und es gibt ja teilweise auch sehr komische Situationen. Ja? Eltern verändern sich dann, die verändern sich so in ihrem Wesen. Ja. Habt ihr das auch so erlebt? Naja, meine Mutter ist, hallo Mama, du guckst sicherlich zu, nicht aufgeregt sein, und ich fahre nachher vorsichtig nach Hause. Das hat sie mir vorher schon gesagt, fahr schön vorsichtig nach Hause nachher, das sagt sie immer. Meine Mutter ist schon kann sehr witzig sein, sehr kratzbürstig auch, und sie ist hat sich das auch bewahrt. Immer wieder hat sie auch wahnsinnig lustige Sachen gebracht. Also sie kann zum Beispiel leider nicht mehr so richtig gut gucken. Und irgendwann habe ich sie mal besucht, und da saß sie 20 Zentimeter vor ihrem riesigen Sony-Fernseher und guckte sich eine Quizshow an. Ich kam rein und sie winkte und sagte, ach, weißt du, Kester, der Günther Jauch, das ist doch ein Arschloch. Und ich sage, Mama, das ist Kai Pflaume, ja, der auch.
Das waren Leute, die sie vorher sehr mochte, ne? Genau, ja. Sie hat dann später gesagt, sie mache eigentlich beide. Aber das war so aus der Laune raus, hat sie das, fand sie dann so. Die werden dann so altersradikal. Genau, altersradikal. Das meine Mutter auch. Genau. Gnadenlos. Ja. So ist es. Altersradikal ist ein schönes Wort. Also beide Eltern haben sich irgendwann so eine Art Dirty Talk angewöhnt, dass sie immer, sie wollten nicht mehr irgendwie hinterm Berg halten mit ihren Meinungen und haben ausgeteilt. Das ist, später begann es dann aber, und das war ein Zeichen dafür, dass wir gemerkt haben, dass es ihr nicht mehr gut geht, dass das plötzlich weg war, sie schwächer, desorientierter wurde und dann eben auch zu Hause gestürzt ist und leider ins Krankenhaus musste. Hat sie euch darauf aufmerksam gemacht? Also, oder wie habt ihr das davon erfahren? Das ist der Horror vieler Leute. So ist es. Dass das passiert und du kriegst es nicht mit? Naja, es gab schon mal so Situationen, wo es so nicht ganz klar war, ist sie hingefallen, hat sie sich noch aufgerappelt, irgendwann aber rief die Nachbarin an. Und dann von diesem Zeitpunkt, es gab einen Anruf, als mein Bruder mich anrief und sagte, Mutti ist wieder gestürzt, ich glaube, es geht nicht mehr. Und wir wussten, das ist der Tag der Machtübernahme sozusagen, wo wir in das Leben, und das kennen alle, die in deren Eltern pflegebedürftig werden, in das Leben unserer Mutter hineinregieren mussten. Von diesem Tag an. Und so war es auch. Das lassen die ja nicht zu, ne? Ja, aber wenn es dann, wie im Fall meiner Mutter, sie hat irgendwann gesagt, weißt du, mein Junge, mir geht's beschissen. Da wusste ich, da stimmt jetzt was nicht mehr. Das kannte ich auch so nicht. Also man hat dann plötzlich auch, die Eltern werden einem auch fremd, weil man denkt irgendwie, ich kenne doch diese Person gar nicht, die da jetzt zu Hause sitzt und so schwach und ist und nicht... Auch stur, auch starrhalsig? Ja, das war am Anfang so. Am Anfang so, als es um Pflegeheime und solche Dinge ging, die wollen alte Menschen häufig nicht. Und es ist ein Phänomen, dass alte Menschen andere alte Menschen häufig als alte Menschen wahrnehmen, obwohl sie selber alte Menschen sind. Und auch schimpfen über alte Menschen. Ja, genau. Ne? Ja. Und auch schimpfen. Mein Vater war da der Weltmeister. Der kam dann nach Hause und sagte, also da ist wieder so ein alter Sack im Bus vor mir hergedackelt. Furchtbar, da war er 82. Er selber war 82. Es begann dann halt wirklich die Phase des Kümmerns, wo wir, und das ist etwas, womit alle erwachsenen Kinder dann konfrontiert werden, wo sich eben diese Machtverhältnisse umkehren. Dass man, früher waren die Eltern die Respektspersonen, die sich um einen gekümmert haben, wo man sich Rat geholt hat. Und irgendwann kehrt sich dieses Verhältnis um und man kümmert sich um seine Eltern. Und das ist eine dramatische Umkehr der Verhältnisse. Und das macht viel mit einem, mit beiden Seiten natürlich. Was macht das mit dir? Was macht das mit den Kindern? Naja, ich habe noch einen Bruder und eine Schwester. Und wir haben halt, man wird sozusagen Mutti-Beauftragter. Man muss sich plötzlich kümmern. Es liegen ganz viele Sachen an. Meine Mutter wurde dann sehr krank. Also der Sturz sorgte für einen Krankenhausaufenthalt. Und dann begann sozusagen ein Abstieg und ein Abbau, der dramatisch war. Und man ist hin und her gerissen zwischen Überforderung, Mitleid, zwischendurch ist man, das muss man sich auch eingestehen, auch mal genervt natürlich, weil dann das eigene Leben geht ja weiter mit all den Problemen, die man so regeln muss. Und dann kommt das noch drauf und das kommt ja nie irgendwie passend. Das ist ja immer überraschend, was dann kommt. Und man hat oft ein schlechtes Gewissen. Ist es jetzt okay, wenn ich mal nicht hinfahre, weil ich brauche mal ein Wochenende für mich und sowas. Solche Gedanken. Aber deswegen mag ich dieses Buch, weil es ganz unaufgeregt genau diesen Alltag, den ganz normalen Wahnsinn dann da erzählt. Wie habt ihr das denn für euch geregelt? Lässt man das dann zu und sagt, nee, pass auf, diesen freien Samstag oder Sonntag, den nehme ich mir jetzt mal und werde nicht aufgefressen von einem schlechten Gewissen. Ich kenne ganz viele, die da wahnsinnig drunter leiden und schlaflose Nächte haben. Ja, die sagen, also, ich müsste doch eigentlich, aber ich kann nicht mehr. Ja, ganz, ganz schlimm ist es natürlich für Einzelkinder. Ne? Denn wir haben es das versucht aufzuteilen. Aber es ist halt so, auch wenn man noch so genervt ist, wenn man jetzt sagt, so jetzt ist gut, jetzt soll mal jemand anderes ran und man dreht sich um, dann ist da halt keiner. Also es ist im wahrsten Sinne des Wortes alternativlos. Man muss sich irgendwie kümmern. Aber wir haben es aufgeteilt. Meine Schwester, die Juristin ist, hat sich um viele Dinge gekümmert. Die hat, was ganz, ganz wichtig ist, vorher, als meine Eltern älter wurden, schon rechtzeitig dafür gesorgt, dass sie eine Vorsorgevollmacht, eine Patientenverfügung und eine Gesundheitsvollmacht unterschrieben haben. Was wahnsinnig wichtig ist und was jeder auch schon jetzt, wir hier alle machen sollten. Ja, absolut, ja. Hast du?
Weil viele wissen halt nicht, wenn man das nicht macht, dann man ist nicht automatisch als Sohn oder Tochter, kann dann bestimmen. Dass, wenn nichts vorliegt, dann entscheiden darüber andere. Also ein Gericht liegt dann ein Vormund fest, also ein Bevollmächtigten fest. Das sind oft Angehörige, aber nicht in jedem Fall. Du schreibst im Buch irgendwann an einer Stelle, ich hatte das Gefühl, meine Mutter würde sich fast zurückentwickeln. Im Krankenhaus. Und hast eben auch gesagt, chronisch, das war ein langer Abstieg, ein gesundheitlicher Abstieg. Ja, also dieser Sturz war relativ schnell zu erklären, oder die vielen Stürze. Meine Mutter war schlichtweg dehydriert, sie hat nicht genug getrunken. Und man macht sich keinen Begriff, wie dramatisch das ist, wenn alte Menschen nicht trinken. Mhm. Die sind verwirrt, das ist wie so ein halbes Koma ist das. Also die sind schwach, verwirrt und wir haben gedacht, oh Gott, wird sie jetzt dement oder was ist los? Aber sie hatte zu wenig getrunken und teilweise auch zu viel Tabletten genommen, weil sie manchmal nicht mehr so recht wusste. Und immer wenn wir gefragt haben, wir haben natürlich das versucht zu überwachen und haben gesagt, hast du getrunken, Mutti? Dann hat sie gesagt, ja, guck, hier, da und so. Aber das war immer die gleiche Flasche. Die da wochenlang stand. Genau, die da Wochen oder tagelang. Ja. Und dann wurde im Krankenhaus eben auch eine Krebserkrankung festgestellt. Und das war dann halt, wurde dann halt immer dramatischer. Also diese Krebserkrankung, lass uns einmal nur ganz kurz darüber sprechen. Und zwar nicht so sehr über die intimen Details dieser Krebserkrankung. Aber gerade mein Gefühl zumindest, in der Generation unserer Eltern ein Riesenthema. Leute, die, so stelle ich mir auch ihre Eltern vor, die sich nichts eingestehen, die sagen, ist nicht so schlimm, halte ich aus. Weil es eine Generation ist, die gewohnt ist, viel auszuhalten. Die haben wahnsinnig viel erlitten häufig in ihrer Kindheit und Jugend. Und deswegen gehen die auch nicht mit jedem Zipperlein zum Arzt. Und teilweise ist das Zipperlein dann aber Krebs. Und trotzdem sagen die, mache ich alleine. Mein Pflaster drauf geht schon weg. So war es bei deiner Mutter auch. Ja, so war es auch. Sie hat sich praktisch selbst versorgt. Und im Krankenhaus dann, als es dann nicht mehr ging, kam es dann raus. Und es war dann halt so, dass wir so viel irre Sachen kümmern mussten. Mhm. Chemotherapie, sie konnte nicht mehr in ihre Wohnung zurück, wir mussten ein Pflegeheim finden. Allein das ist schon ein Wahnsinn, einen Platz zu finden in einem vernünftigen Pflegeheim. Ich habe mir die Finger wund telefoniert, bis wir dann das hinbekommen haben. Und dann begann eben diese lange Phase, wo meine Mutter zu einer Chemotherapie musste. Und dann konnte sie erst operiert werden. Und wir haben uns das aufgeteilt. Meine Schwester, die diese vertraglichen Geschichten und ähnliches. Mein Bruder war sozusagen der Finanzmann, der alles so geklärt hat. Und ausgerechnet ich, der ich leicht hypochondrisch bin, war der Kranken- und Arztbeauftragte. Die medizinische Abteilung. Ja, ich weiß nicht, wieso ich das übernommen habe. Also es gab da doch, ich bin, dann musste ja überall mit hin. Und das war für mich teilweise ziemlich der Horror. Also klar, es gab natürlich am Anfang auch im Krankenhaus und auch im Pflegeheim, in das sie dann gekommen ist, natürlich so Abwehrreaktionen. Auch weil meine Mutter sagte immer, wie ich vorhin schon sagte, ja, das sind ja nur alte Leute. Oder ich gehe nicht in eine Herzsportgruppe, da sind immer nur alte Leute und reißen die Arme hoch. Und ich sage, ja, Mama, aber also sag doch der Arzt, Rückenprobleme und so weiter. Aber man merkte nach einer Zeit, als es ihr dann wieder besser ging, dass sie da raus möchte. Und die Frage war, kann sie wieder in eine eigene Wohnung? Und das hat sie tatsächlich hingekriegt, was natürlich ein sehr, sehr versöhnlicher Schluss auch für dieses Buch ist, dass sie es wirklich mit ihrem Rollator noch mal geschafft hat, raus aus dem Pflegeheim in ihre Wohnung. Was aber tatsächlich die große Ausnahme ist, muss man sagen. Ne? Es gibt nicht viele, die sich so schnell und so gut noch mal erholen, wie deine Mutter in dem Fall. Ja. Ne? Es gibt nicht viele, die sich so schnell erholen. Nein, das ihre Ärzte sagen, es wäre also wirklich sensationell, dass sie das noch hingekriegt hat, dass sie da wieder rausgekommen ist. Meine Lieblingsgeschichte in dem Buch, die verzweifelte Suche nach Teilen des Gebisses deiner Mutter, sehr, sehr unterhaltsam. Und auch da finde ich, und das ist die eigentliche Leistung, hast du es hingekriegt, das so zu beschreiben, dass es sehr humorig ist und auf der anderen Seite aber eben die Würde deiner Mama in dem Fall nicht verletzt. Großes Kompliment. Mutti baut ab. Kester Stenz war heute unser Gast. Danke dir sehr, sehr herzlich, Kester. Ich bedanke mich genauso herzlich bei Dr. Klaus Heckjung, der uns heute die niederländischen Wahlen ein bisschen näher gebracht hat. Herzlichen Dank auch Ihnen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Dietmar Hamann und bei Hermann Gerland. Vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und ich bedanke mich ebenso herzlich bei der einzigen Frau heute in unserer Runde, Judith Holofernes. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Viel Glück auf eurer Tour. Dankeschön. Dürfte gelingen. Tolles Album liegt vor. Funktioniert. Also.
Gleich die Kollegin von heute früh, vorher aber Steven Gätjen mit Gätjens großes Kino. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Herzlichen Dank Ihnen hier im Studio und auch einen schönen Abend Ihnen zu Hause. Ja, morgen wird in den Niederlanden gewählt und Europa ist in Aufruhr, weshalb ich mich sehr freue, dass dieser Mann heute bei uns ist. Ein intimer Kenner der Niederlande, ein präziser Politikbeobachter, der vor kurzem ein vielbeachtetes Interview mit Paul Wilders, dem Bruder von Geert Wilders, geführt hat. Es gibt nicht viele, die diese schillernde Figur mit Mozart-Frisur so spannend und differenziert beschreiben können wie er. Den verbindet mit Donald Trump nicht nur die Frisur, sagt er. Und wer ihm genau zuhört, der zuckt zusammen, weil er schnell merkt, dieses Unbehagen unter den Leuten, von dem Wilders profitiert, das gibt es in Wahrheit schon sehr, sehr lange. Und das gibt es auch bei uns. Und auch heute wieder das Unbehagen zum Beispiel, das entsteht, wenn ein Erdogan den Niederländern einen verkommenen Charakter attestiert und Deutschland einen Banditenstaat beschimpft. Herzlich willkommen dem Spiegel- und Kapitalautor Klaus Hecking. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, dann ein Mann bei uns, der für die Konkurrenz arbeitet, nämlich für den Stern. Vor allem aber hat er sich einen Namen mit wunderbaren Büchern gemacht, in denen er die Kleinen und die wirklich Schwachen unserer Gesellschaft zu Helden macht, nämlich Kinder und Männer. Uns Männern, die wir immer noch allen Ernstes glauben, dass wir niemals älter, sondern nur interessanter werden, hat er mal einen schönen Bestseller gewidmet mit dem wunderbaren Titel Alter Sack, was nun? Jetzt aber wird er zum schreibt ganz unaufgeregt und das macht's so gut, was uns blüht, wenn die eigenen Eltern alt werden. Titel Mutti baut ab und ein besonders schöner Satz in diesem Buch geht so: Fuck you Pflegeheim, einmal kriege ich die Kurve noch mit meinem Rollator. Herzlich willkommen Kester Schlenz, freue mich sehr. Schön, dass du da bist, Kester. Ja, und dann ein Mann bei uns. Dann ein Mann bei uns, den es nur ganz, ganz selten mal in ein Fernsehstudio verschlägt. Es gibt wirklich ernstzunehmende Menschen, die sagen, ohne diesen Mann wäre Deutschland nicht Weltmeister geworden. Er selbst würde das auf Nachfrage selbstverständlich mit Abscheu und Empörung zurückweisen. Aber Schweinsteiger, Müller, Hummels, Kroos, vor allem aber Philipp Lahm, sie alle gingen durch seine Schule. Mehr noch, er hat sie entdeckt und zu Fußballstars gemacht. Und es gibt die schöne Geschichte, in der der junge Bastian Schweinsteiger mit weiß gefärbten Haaren, damals musste er das noch färben, zum Training kam und von ihm die schöne Ansage bekam, du läufst jetzt zur Strafe so lange, bis die Farbe wieder raus ist. Fußballfachleute wie Uli Hoeneß sagen, dieser Mann hat ein unglaubliches Gefühl für Talent. Er sagt, auf Gefühle gebe ich gar nichts. Dreimal hatte ich das Gefühl, einen Sohn gezeugt zu haben. Jetzt habe ich drei Töchter zu Hause. Herzlich willkommen, Hermann Gerland. Ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Ja, und wie gut, dass wir ihn fragen können. Er ist nämlich einer von denen, die sagen, der Hermann Gerland, der hat mich tatsächlich gemacht. Über ihn wiederum hat Campino von den Toten Hosen mal gesagt, der wird in England verehrt wie sonst eigentlich nur Paul McCartney. Und das hat damit zu tun, dass er für Liverpool mal einen 0:3 Rückstand drehte und die Champions League gewann. Seitdem nennen sie ihn in England The Diddy Man. Nur Karl-Heinz Rummenigge mag ihn nicht so besonders, als er nämlich prophezeite, dass Guardiola nach England gehen würde. Da sagte Rummenigge, der Hamann ist bei den Märchenerzählern an zweiter Stelle und zwar direkt hinter den Gebrüdern Grimm. Blöd nur, dass Guardiola heute in England arbeitet, wie wir alle wissen. Dafür ist er heute hier. Dietmar Hamann ist unser Gast. Freue mich sehr. Ja, und wir freuen uns, dass es endlich mal mit Ihrem Besuch geklappt hat hier in der Sendung. Die Frau, die im Februar 2003 mit ihrer Band Wir sind Helden eine kleine, feine Platte veröffentlicht hat. Klein und fein, so hätte es weitergehen können, wenn da nicht dieser Wahnsinnssong drauf gewesen wäre. Guten Tag, ein Riesenhit, der in einem Satz die ganze Geschäftsgrundlage auch für uns hier auf den Punkt brachte. Meine Fäuste gegen eure Nagelpflegelotion, meine Stimme gegen die der ganzen Talkshow-Nation. Das haben wir uns wenig später zu Herzen genommen und einen anderen großen Hit von ihr zum Titelsong unserer Sendung gemacht. Aus der Sicht eines Talkshow-Gastgebers klingt dieser Titel bis heute wie ein sehr verzweifelter Hilferuf. Es heißt nämlich nur ein Wort. Jetzt legt sie ein neues, sehr hörenswertes
Album vor, Ich bin das Chaos. Und wieder grandiose Texte drauf. Häng dein Herz an den Bus und es kommt, wie es muss. Er kommt nie, er fährt weg, er zieht dein Herz durch den Dreck. Herzlich willkommen, Judith Holofernes. Sehr schön. Wow. Du solltest Schriftstellerin werden. Wahnsinn. Als nächstes dann. Gleich zu Beginn, bevor wir über die wirklich ernsthaften Dinge reden. Ist das irritierend oder komisch für dich, wenn du das Lied unserer Sendung hörst? Das ist einer eurer großen Hits. Also tatsächlich geht es mir mit all unseren Songs so, dass ich die manchmal nicht erkenne. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber man hört ja seine eigene Musik jetzt nicht dauernd zu Hause. Ja. Das heißt, es passiert mir auch, dass ich in einem Laden bin und dann höre ich was und denke, das kenne ich total. Das ist mir ganz vertraut. Und dann fängt so eine Frau an zu singen und dann bin das wieder ich. Ja, sehr gut. Und das, was man da jetzt hauptsächlich hört, das ist ja tatsächlich mein Mann. Das ist ja sehr schlagzeuglastig, was ihr euch da rausgesucht habt. Das stimmt. Das ist hauptsächlich. Wir werden gleich später nochmal in das Original hören. Also herzlichen Dank und an dieser Stelle mal Dankeschön nach fast 10 Jahren für diese immer noch gute Einstiegsmusik, über die wir uns jeden Abend freuen. So, Klaus Häcking ist bei uns. Dr. Klaus Häcking, am Wochenende Häcking, Eskalation in den Niederlanden. Wie ist es dazu gekommen? Was ist denn da passiert? Im Prinzip hat diese ganze Geschichte ein bisschen angefangen. Sie hat eigentlich auch schon in Deutschland angefangen, als wir hier Repräsentanten der türkischen Regierung hatten. Die für das Referendum, dieses Verfassungsreferendum werben wollten, was Herrn Erdogan, dem Präsidenten, noch mehr Macht geben wird. Mhm. So, dann gab es in Hamburg zum Beispiel einen Auftritt, wo ein Minister vom Balkon des Konsulats ausgeredet hat. Und es wurde dann mehr oder weniger eine sehr große öffentliche Veranstaltung. Ein Journalistenkollege von mir, als er sich als solcher zu erkennen gegeben hat, ist dann auch verletzt worden von anderen Demonstranten, also von Zuhörern dieses Ministers. Und das weckt natürlich in Europa Sorgen. So, daraufhin haben die gesagt, die Also aggressive Türken, Grundstimmung da. Ja, also eine sehr aggressive Grundstimmung schon mal. Mhm. Und der türkische Außenminister hat dann gesagt, er geht jetzt als nächstes in die Niederlande, nach Rotterdam, wo es sehr viele Türken gibt. Und, oder Niederländer türkischer Herkunft gibt. Mhm. Und er hat gesagt, er redet dann auch vom Konsulat aus. Und es war auch angedacht, dass er dann wieder vom Balkon aus redet. Und er hat dann noch dazugefügt, also wenn die Niederländer uns das blockieren, dann gibt es wirtschaftliche und politische Sanktionen. Mal eben vorab. Und daraufhin hat die niederländische Regierung gesagt, okay, wenn ihr uns gleich droht, dann läuft das gar nicht. Dann verhandeln wir auch nicht weiter. Es war lange im Gespräch, dass man eine kleine Veranstaltung macht in der Botschaft, also wo praktisch nicht der öffentliche Raum jetzt dafür verwendet wird, sondern eine kleine Veranstaltung in der Botschaft. Und dann haben die Niederländer aber gesagt, okay, dann gar nicht.